Für den Konflikt in der Ukraine wünschen wir uns nichts mehr als Frieden. Das geht vor allen Dingen auch ein paar Brauereien so. Die haben das Peace-Bier gebraut. Wer das alles gewesen ist und was dabei rausgekommen ist, das klären wir in den berühmten 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Es geht mal wieder um ein Ukraine-Benefiz-Bier und da haben wir euch diesmal wirklich die ein oder andere Brauerei ihre Finger mit im Spiel gehabt. Es geht um das Peace, das Dry-Hopped Pilsner und ich habe es über Orca Brau gekommen, aber außer Orca war noch, jetzt muss ich kurz schauen, Vormann mit dabei, Freigeist, Wanted Beer, Beer Kong, Nolte, Bacau Brew, Hensen, Brauprojekt 777, und Daubringer Helche war mit am Start. Ich hoffe, ich habe es jetzt alle gehabt. 5,0 Volumenprozent Alkohol, 12 Grad Plato werden hier auf den Zettel geschrieben. Und ja, alle Brauereien, so wie ich das verstanden habe, spenden ihren Erlösanteil an ein Projekt. Und bei Orca Brau zum Beispiel ist es der Fall, dass Charkiw die Partnerstadt für Nürnberg ist, wo ja Orca Brau zu Hause ist, und an die Charkiw Nürnberg Hilfe geht eben dann der Alleinerlös von Orca Brau. Das ganze Bier ist gemacht mit Wassergerstenmalz, Hopfen und Hefe, also ein schönes hopfiges Bier. Welche Hopfensorten da reingekommen sind, habe ich leider nicht rausfinden können, aber ich bin sehr gespannt, was wir jetzt so geschmacklich da draus machen können. Und dann gehen wir das Ganze mal hier an der Stelle an. Und für ein Pilzbier würde ich mal sagen, überraschend getrübt. Diese schöne, kräftig goldene Farbe, 2 Finger breit, eines schönen weißen Schaums, der, noch nicht, aber da werden wir noch von überzeugen können, schön am Glas hängt. Der Schaum macht auch einen wirklich schönen, stabilen Eindruck in der Nase. Oh, schön blumig, viel Zitruszeste. Schöner, grasiger Hopfen. Also das ist genau das, was man eigentlich erwartet von einem Dry-Hop-Pils. Da ist erstmal diese Floralität da, da ist der schöne grasige Hopfen da und dann ist halt irgendwas, meistens ja was Fruchtiges, was einen dann so richtig schön abholt. In dem Fall ist es eben die Zitrusfrucht, also insofern würde ich jetzt auch von der Intensität her fast ausgehen, dass da Zitra-Hopfen drin ist. So, sehr zum Wohl. Cheers! Ah! Das ist eine richtig schöne, zestrige, bittere, mit der das Bier gleich startet. Schön viel Zitrone, angenehme Hopfenbittere. Wir haben leider keine Bittereinheiten, aber ich würde sagen, das ist schön im Pilzbierbereich, so um die 35, 40 Bittereinheiten. Grasiger Hopfen. Wie gesagt, schöne Zitrusnote, einfach dieses helle Malz, leichte Floralität auch wieder mit dabei. Es ist tendenziell eher ein bisschen auf der trockeneren Seite, was ja für ein Pilzbier nicht unbedingt schädlich ist, ganz im Gegenteil. Und kommt eigentlich immer so mit so einer knackigen Note daher. Dezent auch ein bisschen die Hefe mit am Start, das würde auch ein bisschen die Trübung erklären. Angenehme, leichte Würze, ein bisschen getreidig, aber hier spielt tatsächlich der Hopfen definitiv die erste Geige und es ist ein richtig, richtig schönes, trinkbares Bier. 5,0 Volumenprozent, auch da hat man das Ganze im normalen Rahmen gelassen. Angenehmer, tatsächlich durch auch so ein bisschen diese Hefenoten, fast ein mittlerer Körper. Kohlensäure ist, so finde ich, so, ja, hat eine gewisse Spritzigkeit, ist aber dann doch ein bisschen schaumgebremster, aber eine super schöne, knackig, glatte Textur, richtig, richtig gut trinkbar. Schön vollmundig. Ja, das ist ein richtig schönes, schönes Bier, liegt toll gut im Mund und richtig angenehm. Hinten raus, es bleibt hopfig, schön zestig, kommt noch eine leichte Säure dazu und in Summe richtig schön trocken, angenehm zu trinken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Peace, das Bier von Orca Brau, Vormann, Freigeist, Wanted Beer, Beer Kong, Nolte, Bacau Brew, Hensen, Brauprojekt 777 und Daubringer Helche. Ein schönes Collab-Bier
das dann auch noch Gutes tut. Von ProbierTV gibt es für dieses Projekt und für den Frieden sowieso 10 Punkte, aber für das Bier gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Peace. Und ich sage jetzt nicht mehr, wer es alles gebraut hat, das habt ihr eben schon zweimal gehört. Dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, auch vor allen Dingen danke, wenn ihr noch ein Abo da lasst, da freue ich mich besonders drüber. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.